Der Caravansalon 2022 am Stand von Lastrada Nova M mit permanentem Allradantrieb. Per se ist er schon mal ein bisschen höher. Und Simone, diesmal in einem Grau-Schwarz, schon sehr schick. Muss man echt sagen, ja. Hast du den Preis mal geschaut? Ja, ich habe mal gespickt. Wie viel? 180. 180. Ich habe die Garage mal ganz kurz hier verriegelt. Das Ganze ist ein GFK Monocoque. Du darfst gerne mal aufmachen, die Garage. Diesmal eine etwas andere Anordnung. Und ich habe sie unten geöffnet. Ich darf dir sagen, was ich gemacht habe. Ja. Ich habe das untere Schloss nur halb gedreht. Dadurch, dass du das obere gedreht hast, hast du es oben wieder verriegelt, während du es unten zugemacht hast. So ist doch zu. Ja, das ist zu. Jetzt machen wir auf. Beide hoch. Ach, ganz hoch. Ja, genau. Weißt du, wie oft wir geübt haben bei Fahrzeugen mit diesen Sachen und es hat nie funktioniert? Die Leiter, was denkst du, wozu ist sie da? Das habe ich jetzt auch gerade überlegt. Gute Frage. Du musst irgendwie aus Bett kommen. Es gibt Leute, die kommen nicht drauf. Kannst du die Leiter einhängen? Fertig. Ja, stimmt. Das, ja. Es gibt Leute, die kommen so drauf, wie du, Handballerin. Ja, die sind drauf. Genau, deswegen habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Hier ist ein Durchgang übrigens. Hier kommt man von innen in die Heckgarage mit rein. Das funktioniert. Ja. Das ist mit drin, du hast zwei Türen mit drin, hier kannst du Sachen verzogen. Was denkst du, was kann man hier reinmachen? Fahrräder. Motorroller. Motorroller. Pferd. Pony vielleicht. Du bist mal geritten, oder? Ja. Ja, der hat nämlich Anhängelast, der darf bis zu 3,5 Tonnen ziehen. Die Anhängerkupplung ist schon hinten dran, das heißt, wenn es nicht zu schwer ist, was wiegt so ein Pferd? 600 Kilo. Schon, oder? Ja, mindestens. Also nicht so viel. Ja, so ungefähr. Ja. Ein sehr, sehr kompaktes Modell. Länge ist 6,46 Meter, die Höhe sind 3,06 Meter hier beim Allradmodell. Der Preis ist natürlich schon entscheidend, aber du wartest trotzdem dreieinhalb Jahre mittlerweile. Ja, das ist, oder zweieinhalb, ich weiß nicht ganz genau, also mehrere Jahre Wartezeit. Ja. Würdest du so lange warten, wenn du es unbedingt haben möchtest, schon, oder? Kommt drauf an, wenn ich da schon jahrelang mit liebäugel, dann wahrscheinlich schon. 5 Jahre Garantie für Neufahrzeuge, Delta-Felgen sind drauf. Das ist dieses, ich sag mal, Lochmuster. Sieht schon schick aus, oder? Ja, also das ist halt auch wirklich ein Geländefahrzeug. Da kommst du auch mal über Stock und Stein. Und wir gehen mal gerade drum rum. Full-LED-Scheinwerfer sind mit drin. Das ist auch nicht Serie, auch gut gemacht. Ja. Und das Ganze natürlich mit Automatik und permanentem Allradantrieb. Der ganz neue Allradantrieb, du musst gar nicht mehr nachdenken. Er denkt für dich mit, er entscheidet mit und macht das Ganze fertig. Und ja, so sieht es von der Seite aus. Wir gehen am besten mal rein, denn hier ist alles ein bisschen anders. Das Fahrzeug ist ein bisschen kürzer. Mhm. Das Hubit wurde dir eben erklärt. Und ja, ich glaube, das war auch ganz sinnvoll, oder? Das war ganz sinnvoll. Sollen wir mal probieren? Ja. Komm. Du gehst vor, ich komme nach. Ich kann es jetzt hoffentlich wie ein Profi zeigen. Ich hoffe auch. Ich zeige euch gerade noch die technischen Daten. Hier stehen wir. Lastrada Nova M. Der Grundpreis 115.411 Euro. Ein Technikpaket ist mit drin, Sonderausstattung. Und am Ende des Tages sind wir bei 180.796 Euro. Jetzt war ich doch nicht dran schuld. Jetzt ist es tatsächlich abgeschlossen. So. Auf geht's. Leicht drücken, dann ziehen. Genau. Hier vorne hast du Edelstahlgriffe mit drin. Auch die Tür ist aus GFK und dann Scharniere, 3 Stück hintereinander und die Tür öffnet sich dann nach oben so ein ganz kleines bisschen. Kopffreiheit bei dir? Sehr gut. Sehr gut. Setz dich mal bitte in die Sitzgruppe rein. Da komme ich mal, das Fahrzeug ist sehr kompakt, 6,46 Meter. Hier ein Falthubbett mit dabei. Und also erstmal, wenn man das nicht wissen würde, hier reinkommen würde, würde man gar nicht wissen, dass das ein Bett ist, weil es einfach wie eine Decke aussieht mit diesen Lampen hier noch. Sehr interessant. So, und der Monocoque ist natürlich so, der lässt natürlich auch Formen zu, die normalerweise im Fahrzeugbau nicht so einfach sind. Das heißt, du hast hier eine Form, da wird Glasfaser reingelegt und anschließend Kunstharz. Und dann wird das Ganze sehr aufwendig produziert und dann erst zusammengefügt. Und damit du wirklich das Gefühl hast, als wärst du hier, ich sag mal, in einem Luxusjet, hat man natürlich auch die ganze Bestuhlung beledert hier mit drin. Und du hast natürlich hier bei den Fenstern, schau mal, das sieht auch so ein bisschen aus wie im Flugzeug hier, die Verkleidung, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch mit Stoff hier überall überzogen. So, oben das Hubbett mit drin, das werden wir auch gleich mal zeigen. Hier oben ist noch eine Ablage. Kannst du da mal kurz öffnen? Mal schauen, was drunter ist. Ach so, das hier? Oben drauf, ja. Okay. Da ist noch ein Staufach. Siehst du, das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, dass ich das... Na, ich dachte, da ist irgendwas. Sah ja, zumindest du kennst dich auch ein bisschen besser aus. Aber nur ein kleines bisschen. Ist ja länger hier, also Trial and Error, das machen wir immer gerne. Ja. Geh mal bitte nach hinten. Lass mal durchgehen, dann filme ich das mal. Also heute
hatten wir einfach mal gesagt, wir gehen mal alleine auf die Entdeckungsreise hier im La Strada. Vielleicht gelingt es uns ja. Also zwei Gurtplätze hier, ein Vier-Personen-Auto. Hier vorne sind auch noch hier so ganz kurze Schubladen mit drin. Apotheker, die einfach rauskommen. Und eine kleine Küche, auch wieder mit Chan-Kochfeld mit drin und also Spüle. Das ist gleich, aber es gibt viele Details. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr ganz richtig dran erinnern, wenn du mal gerade unten hier raus siehst. Ne, da ist es nicht. Dann geh mal kurz auf die andere Seite. Mhm. Zieh mal dort raus. Unten? Ja. Da und dann mal eins drüber. Wow, die sind ja riesig. Die sind groß. Das sind richtig große Fächer, die du dann hast. Ja, Wahnsinn. Also da kriegen wir schon einiges rein. Nochmal schließen. Das kann man fast als Tür verwenden hier. Als Tür? Ja. Ist schon spät heute. Ja. Boah, jetzt wird es aber wärmer in der Halle, habe ich das Gefühl, oder? Am Nachmittag. Geht eigentlich noch, finde ich. So, dann wie bei Feuerwehren hast du hier so Jalousien oben drin. Da kannst du den Teller und so weiter unterbringen. Und das ist der Gesamtkücheneindruck. Dann die Nasszelle mit Schiebetür. Mhm. Hier kann man auch die Tür hier vorne in der Dusche. Ach, jetzt haben wir hier noch was Besonderes. Und zwar kann man hier einmal das Waschbecken hochklappen. Mhm. Und das Ganze dann als Duschraum verwenden, wie man sieht. Also da ist auch noch mal ein kleiner Absatz hier, dass man wirklich ein bisschen mehr Höhe nach oben hat. Aber für mich langt das jetzt dreimal. Da die Toilette, den Sitz kann man übrigens drehen bei der Toilette. Feste. Naja. Dann geht's, sodass du die Beine in die Richtung drehen kannst, wo du gerade bist. Gerade bei langen Beinen, bei dir geht's glaube ich auch so, die da ist. Dann nochmal ein Schuss hier gerade. Das ist der Innenraum beim Kompaktfahrzeug, 6,40 Meter. Alles wird gehalten mit Magneten, flächenbündig. Siehst du dort? Ja. Ich habe immer Angst, dass ich hier irgendwas kaputt mache. So, jetzt könnte man ja behaupten, also Leute, die sich nicht so gut auskennen, würden sagen, was? Nur ein Bett? Nee, tatsächlich nicht. Großes Bett. Du magst mal draufgehen von der Länge? Das ist jetzt ein Querschläfer. Dann können wir auch ungefähr rechnen. Du bist 1,63 Meter? 66. 1,66 Meter. Kannst du dich ganz ausstrecken? Ja. Also ich behaupte fast, das ist 1,80 Meter, 1,90 Meter Bett hier drin. Ja. Das ist hier mit drin. Also das funktioniert jetzt ins Folie drauf, hinten noch ein großes Fenster, also für zwei Personen und ein Kind perfekt. Ja, das ist da. Fall. Oder ein Hund, oder hier kann ich einen Stauraum verwenden. Also das ist eine ganz normale 90 cm Matratze, würde ich sagen. So, dann nochmal hier, das ist eine Jalousie, auch hier bitte mal öffnen. Kurz hochschieben. Und da verbirgt sich dann ein kleiner Schrank. Ja. Na, klein ist anders, schon ein bisschen größer. Und da ist nochmal eine Platte drauf. Die ist jetzt wahrscheinlich sonst nicht drauf, nehme ich an. Oder meinst du, die ist da serienmäßig drin? Ich kann das gar nicht so zurück. Doch, sieht so aus. Da kannst du was verstauen. Es könnte sein, dass man vielleicht auch als Tisch benutzen kann. Als Tisch hier drin benutzen kann, dass du hier eine Ablage hast, ja. Ob sie so belastbar ist, dass du da drauf steigen kannst zum Reinsteigen, das brauchst du auch gar nicht. Nee, dafür ist es nicht. Nee. So, wir drehen uns mal um. Das Hubbett, du hast es geübt. Jetzt bin ich gespannt, ob wir schneiden müssen. Ja. Also, normalerweise ist hier noch eine Sicherung drin. Die haben wir aber jetzt gleich von Anfang an rausgenommen. Ist hier drin, dass man es nicht versehentlich runter machen kann, wenn der Fahrt. Genau. Okay. So, dann ziehe ich das hier einmal runter. Ja. So, bis es nicht mehr weitergeht, dann gehe ich hier hinter. Und führe das Bett quasi so ein bisschen bis zu dieser Auflage hier runter, dass es halt nicht runterknallt. Mhm. Genau. Und das war es dann auch schon. Und hier können auch nochmal zwei Personen schlafen. Ach, schon groß, ne? Ja. Also es ist vielleicht, zeig mal den Kopf dazu, dass man das mal sieht. So, und jetzt kann ich auch verstehen, warum hier eine Leiter ist, ja. Weil wenn du da, die Leiter kannst hier vorne einhängen, ja, kannst gut, hochsteigen. Du würdest hochkommen? Auch, nee. Wird schwierig, oder? Das heißt, also wenn du da bist, brauchst du auf jeden Fall die Leiter, die hinten drin. So, und wenn du mal gerade die Matratze anhebst, kurz mal drunter gucken. So, da ist ein Tellerlattenrost drin. Die Beleuchtung ist auch durchgeführt. Das Ganze in Holz riecht gut hier in dem Fahrzeug. Mhm. Also man riecht überhaupt nicht irgendwie GFK-mäßig oder so. Das ist gut. Und mal hochdrücken. Da ist es dann genauso und dann geht es praktisch von selber hoch, oder? Genau, und es ist hier unterstützt. Und dasselbe Spiel wieder vorne. Ich drück's einfach mal.
So, du bist eingestellt. Ja. Das ist so. Ja, Simone Lastrada M, 6,46 Meter und das Ganze aus GFK Monocoque. Wir gehen mal ganz kurz raus. Auf natürlich Mercedes-Benz Sprinter, Allrad. Ein wirklich ganz hochwertiges Fahrzeug mit einer gewissen Wartezeit, aber das ist es ja auch wert. Und der Preis hier, wie es hier steht, 180.796 Euro. Danke fürs Einschalten. Übrigens noch ein Detail, Truma Dieselheizung ist hier mit drin. Die ist auch schon da. Da fragt man sich immer, wie kommen die alle an die Truma Diesel? Aber wahrscheinlich genug, früh genug geordert, dann kommen sie auch. Tschüss, Simone. Ciao. Bis morgen. Ja. Wir werden morgen mal... Wir schalten alle wieder ein. Ja, was sollen die Leute tun? German Television abonnieren, bitte. Dankeschön. So, danke dir. Guck mal auf die Uhr. 17:20 Uhr, ein Stündchen haben wir noch und dann ist Feierabend. Danke, tschüss.